Also ich finde es sehr ansprechend und irgendwie spricht es an, aber du hast es jetzt, durch das Großmachen wirkt es jetzt auch wirklich dominant. Ja, ich bin halt hier so langsam, auch bei einer Computerbrille, wenn das so weitergeht. Ich habe ja eine YouTube-Brille. Ja. So, Anbaufelder sind eine weitere exzellente Art und Weise, an Nahrung zu gelangen. Im Gegensatz zur Fischerhütte. Es dauert, bis das Zeug wächst. Ja. Bau doch mal Felder. Anbaufeld. Ja, geh mal in der Nähe vom Bus, würde ich es machen. Mhm. Weil da wird ja dann eingelagert, gehe ich von aus. Du wackelst so. Ich hätte geguckt, nur mal irgendwo so hier. Nicht zu weit entfernt, du brauchst nicht den Platz zu verbrusseln. Nee, vor dem Grünen. Ja, wie viel sollst du bauen? Das geht nicht. Was hast du eben gemacht? Ja, aber es ist rot. Ich kann vielleicht es nicht in auswählen. Der Nähe vom Wasser. Hm. Nee, ist rot. Jetzt, ja, ich brauche eine Mindestgröße. Okay, das erklärt's. Dann machen wir doch hier so. So? Ja. 7x7. Ah, es ist noch verstrahlt. Muss erst noch entstrahlt werden. Und dann brauchen wir noch einen Bauer. Wir haben auch 14 Erwachsene. Einer der Kinder ist erwachsen geworden. Mhm. Freie Arbeitskraft 2. Fachkräfte 12. Mhm. Und wir sehen hier die Deborah und der Gregory sind schon fast erwachsen. Die Debra. Sie helfen ihrer Familie, Essen und Wasser zum Zuhause transportieren. Kinder, die als nächstes erwachsen werden. So, hier ist jetzt ein großes Fragezeichen. Du musst was auswählen, Saatgut auswählen. Mach mal den Bauer weg, bitte links, das Menü. Mhm. So, Saatgut festlegen musst du machen. Dann, was hättest du denn gern? Wir hätten Kürbis oder Bohnen. Bohnen können geerntet werden. Kürbisse können geerntet werden. Ah, da unten steht auch, was ist Riesenkürbis? 245 Verpflegung in 2,4. Klick mal auf die Erbse, bitte. Bohne. 1,347. Ich wäre ja für die Kürbisse. Brauch aber länger. Wir haben noch Nahrung. Okay. Also ich würde die Saat wählen, ja. Das sieht gut aus. Vergiss nicht, dass wir eine Reihe unterschiedlichster Nahrungsquellen brauchen, um gesund zu bleiben. Du solltest außerdem darauf hinplanen, dass es zu Dürreperioden kommen könnte, in denen es nicht regnen wird. Lagere deine Nahrung ein und passe nicht deine jetzt schon Ernte an, um Engpässe zu vermeiden. Okay, das heißt, wir sollten noch ein zweites Ding machen. Ich glaube, die Größe ist schon gar nicht schlecht, oder? Zu Beginn haben wir noch ziemlich wenig Schrott und Holz oder andere Ressourcen. Wir könnten ein Produktionsgebäude errichten. Um jedoch so schnell wie möglich an Rohstoffe zu gelangen, ist es am besten, wenn wir direkt loslegen zu sammeln. Okay. Erteile Aufträge, um verschiedene Ressourcen zu bauen. Also du sagst einfach nur, baut hier Holz ab und dann gehen so viele wie gerade Preis in die hast, werden sich solcher Aufträge annehmen. So. Du brauchst mehr, also musst Bauern entbauern? Ja. Und ich wollte noch eine zweites Arbeitsfeld. Ja, aber du hast keinen Bauern. Das ist das ich habe doch zwei Bauern. Nee, aber die hast du doch. Achso, stimmt, die gehen ja automatisch. So, und da machen wir jetzt Bohnen. Was ist das hier unten? Obdachlose Siedler. Weil es regnet. Alle sind obdachlos. Die wohnen nicht in dem Bus. Mhm. Ja, wir können aber keine Gebäude bauen, weil du unbedingt mal Holz abbauen müsstest. Das kommen wir raus. Ja. Da ist Holz. Dann wähl doch mal Aufgaben, Ressourcen. Holz. Holz. Rechts oben. Försterhütte. Kann Bäume fällen, Holz produzieren. Aufträge. Ach, Aufträge. Ja. Holz abbauen. Ah. Okay. Das haben wir dann. Schrott abbauen. Schrott sammeln ist hier. Schrott abbauen.
Haben wir hier auch Platz? Nee, eins da. Okay. Die schaffen dann noch Platz. Aha. Drei Siedler verfügbar, Schrott und Holz produzieren. Läuft. So, wir haben 700 noch was an Wasser. Wasser haben wir genug. Nahrungsmittel haben wir. Ist auch hochgegangen. Da hatten wir vorhin 400 noch was. Und jetzt sind wir bei 866. Das sieht auch gut aus. Ich versuche gerade zu erkennen, eine gewisse Diskussionsstruktur. Bisher ist, glaube ich, der allgemeine Feedback ist schon interessant, aber überladen. Ja. Man kann es, Datenhubel sagt, man kann sich an alles gewöhnen, aber vom Designstandpunkt her ist es zu überladen und zu unruhig, ja. Es ist einfach, es ist too much. So ein bisschen wie, wir haben ja neulich mal Castle Story gespielt, das fand ich auch so ein bisschen, fehlte auch so der Feinschliff. Ja. Aber es ist ja Early Access, also vielleicht tut sich da ja noch was. Klick doch mal, da oben ist so ein rotes Lautsprechersymbol. Mitteilung, obdachlose Siedler, baue zusätzliche Häuser oder Unterkünfte. Ja, Siedler. Nicht Siedler, die werden nicht gesiedelt. Obdachlose Siedler. Wenn die nichts arbeiten, psch. Unterkünfte. Können wir noch nicht. Wir haben nicht genügend. Du kannst sie nicht anklicken, sind ausgegraut. Wir sind im Tutorial. Ja. Ja. Guck mal, da stehen Hirsche. Was? Wo? Da? Ja. Okay. Die gucken doof zu und warten drauf, dass wir sie abknallen. Erstmal müssen wir hier mal... Guck mal, da ist jemand zum Schrottsammeln unterwegs. Mit dem Bogen in der Hand, oder Nein, was? Das ist eine Spitzhacke. Also, von der Grafik her, von der Farbgebung her, es ist halt so ein bisschen düster und so weiter, aber ein bisschen mehr Kontrast wäre schön. Das liegt daran, weil du nicht senkrecht davor sitzt. Weil ich fand es super klar gerade. Aber du hast recht. Ich habe mich deswegen eben mal aus dem Bild bewegt. Dann sieht man es auch schlecht. Du hast vollkommen recht. Aber von vorne, ich habe eben gedacht, Spitzhacke, was willst du denn? Also ich merke so, den großen Unterschied sehe ich nicht. Also von da, wo ich sitze, jetzt wird es auch gerade besser, weil jetzt Tag ist. Ja. Aber also ich hätte für mich spontan ein bisschen mehr Kontrast. Vielleicht können wir das ja einstellen. Zonen. Grafik. Ne. Ne. Fortfahren. Ist das hier so? Der läuft schon mal mit Schrott rum. Ich gönne mir mal kurz ein energetisierendes Erfrischungsgetränk. Oh, apropos Schrott, er nimmt die Dose. Schlack. Ja, Newborn Money hat geschrieben, ich habe lieber mehr Optionen als simples Gameplay. Muss auch nicht alles in 1000 Untermenüs verschachtelt sein. Ja. Ja, deswegen, mich spricht das auch an. Also ich empfehle das nicht als überladen, gebe ich ehrlich zu. Hm. Mir ist es zu groß jetzt. Also du hattest ja eben auf 110... Ich kann es sonst echt nicht lesen. Ja, ist ja okay. Ja, ich habe halt, das ist... Du hast halt die jüngeren Augen. Genau. Was mich so ein bisschen, also es ist am Anfang noch so ein bisschen, ich bin ja jemand, da baust du nicht nur eine Ackerfläche, sondern drei oder vier, dann baust du mal gleich drei Fischerhütten. Wenn wir eine Menge Ressourcen besitzen, können wir beginnen, ein richtiges Produktionsgebäude zu errichten. Dann musst du dich nicht immer manuell darum bemühen, dass gesammelt wird. Produktionsgebäude sind nicht nur einfacher zu handhaben, sie sind auch noch deutlich effektiver als einfache Aufträge. Platziere Produktionsgebäude nicht zu weit entfernt von deiner Siedlung. Alles klar. Am besten errichten wir jetzt eine Försterhütte, um die Holzversorgung zu automatisieren und im gleichen Zug effektiver zu machen. Ja, das hat sowas von Siedler gerade, oder? Ja. Jetzt kommt die Endzeit-Siedler. Ja, geh mal ein bisschen raus bitte, dass wir mal eine allgemeine Struktur anwenden können, weil den Förster darfst du nicht so nah bei dir bauen, weil sonst... Also hier haben wir jetzt so Nahrungsmittel quasi. Ich würde jetzt den dann Förster vor den tendenziell... Stein da rechts würde ich ihn machen, da ja. Da hinten? Da hinten, ja. Aber hat nicht so weit weg, hat er gerade gesagt. Ja, ach, nicht so weit weg. Wir werden eine riesen Siedlung haben, das ist ja alles später weg dann. Försterhütte. Da weiter rechts noch, da noch, da. Nee, nicht ganz so weit, ein bisschen da und zurück. Da. Ja, also. Da würde ich ihn machen. Ja. Okay. Das ist super. Dann gucken wir mal, was da passiert. Der Hoflicht schreibt noch, Master of Orion findet er klasse, viele Möglichkeiten, super einfache Menüs. Warum muss man hier wählen, was genau auf einem Feld angebaut wird?
bringen diese Kleinstentscheidungen echt mehr Spaß. Ja, ich meine, bei Master of Orion ist es ja, du lenkst dein ganzes Volk und versuchst nur Grundsatzentscheidungen zu treffen. Hm. Wenn du schon auf Stellaris gehst, geht es schon eine ganze Ebene weiter runter. Das muss man ganz deutlich sagen. Also da knabber ich manchmal sogar rum. Master of Orion ist mir an manchen Stellen, also wenn man so einmal durch hat, auch gegen Kumpels oder so, dann sagen wir mal, dann fehlt mir dann doch der Tiefgang. Also ein bisschen mehr als so, ein also bisschen weniger als Stellaris so. Genau, Master of Orion, ich spiele sehr gern. Mhm. Wir haben es ja auch schon in der Gruppe. Ja. 100 Stunden lang, glaube ich, nicht. Ja, wir haben das schon ein bisschen gespielt. Ja. Aber das ist wirklich, das kann man so zen-mäßig nebenbei ein bisschen daddeln. Ja. Ja. Oh, wir haben eine Errungenschaft. Nur ein kleiner Snack. Während das hier ist natürlich, hier soll das Gefühl wirklich sein, dass du derjenige bist, der in dem Buschen sitzt und irgendwie sagst, was wir zum Überleben wollen. Und jetzt deswegen mal verschiedene Sachen anbaust zum, wie die Produktionszeiten und so weiter. Das erinnert mich ziemlich an Surviving Mars, muss ich zugeben. Da ist das genauso. Da sagst du auch, was auf deiner Hydrokultur wächst und wie viel du da produzierst und gleichzeitig Verbrauch hast. Ja, er sagt, Hoflicht redet nicht vom neuen Master of Orion. Also wir reden über das neue Master of Orion und Hoflicht hat vom ersten geschrieben, aber du hast auch das Original. Ich habe auch das erste gespielt, wobei das jetzt wirklich auch schon eine bisschen länger ist, gebe ich ehrlich zu. Ich hatte es letztens mal angeworfen, aber ich muss zugeben, an dieser Stelle fand ich die Grafik so abtönend, dass ich das Spiel nicht mehr gesehen habe. Also das war wirklich schon problematisch. Und ich weiß, ich habe es wirklich hunderte Stunden gespielt. Mhm. So, hier die Hütte braucht noch Holz und natürlich ist sie relativ weit weg. Das ist die Frage, ob die da überhaupt hinkommen. Die kommen dahin. Warte mal ab. Ja, gut, das dauert ein bisschen. Hagen ist ja der Aufbaumeister. Ja, ja, ja. Ich mache hier einfach. Ja, guck, die schleppen da schon das Holz. Das ist alles super. Zwei Holz, zwei Schrott, einen fallen lassen. Genau so, wie das sein muss. Ja. Du brauchst, genau, eine Försterhütte. Ja, jetzt warten wir eigentlich nur, bis die Försterhütte errichtet wird. Geh noch ein bisschen raus und vielleicht nochmal nach der Försterhütte gucken. Was ist denn da genau? Was fehlt denn noch? Was haben sie denn schon gebaut? Holz. So. Es fehlt das Holz. Das kommt noch. Warte mal ab. Baumeister haben wir ja, ne? Ja. Baumeister sollten auch sonst gerade nichts zu tun haben. Da schleppt er sie doch. Ja, der schleppt es nach rechts, also kann er nur ist noch da. Ist das Holz? Das ist Schrott. Das ist Schrott, aber wir brauchen doch Holz. Holz und Schrott brauchen wir beides. Was über einen Schrott rumliegt. Da, der legt die nächste Schrottkiste weg nach rechts. Ja, typisches Aufbauspiel ist natürlich, nimm erstmal um deine Basis rum alles weg, dass du auch Platz hast, um was zu bauen. Ja. Ich mach mal hier Aufträge. Aufträge, Holz abbauen. Ja, wobei da direkt ist ja die Försterhütte, die baut das schon alles später ab. Ja, ja, ich will nur den, guck mal, ob ich den, kann ich den Auftrag verändern? Arbeitsfeld ändern. Genau, dass ich mal nach hier hinten durchkomme. So. Klick nochmal auf die Försterhütte. Ich sag dir, da ist jetzt der Schrott angekommen. Ja, ist es. Ja, der Schrott ist angekommen, aber das Holz fehlt noch. Also das Holz fehlt noch. Ah, du hast uns wieder runtergeschoben. Ja. Ja, da war jetzt die meiste Zeit war da nichts und auf der links ist auch wieder. Das ist ja der Punkt. Die Oberfläche ist relativ gut gefüllt. Da ist kaum ein freier Fleck. Ich kann uns in die Mitte vom Spielfeld setzen, aber dann sieht man da auch nichts mehr. Ah, da hinten fällt ein Baum. So, die Schrottlieferung ist fertig. Ja, Master of Orion 3 brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war furchtbar. Das geht gar nicht. Genau, der Schrotthaufen Kühlschrank wird gerade abgebaut. Hm. Ja, genau, das ist dieses Symbol hier. Ja. Mhm. So, wie ist es eigentlich Nahrungsmittel? Sind wir bei 977, Wasser sind wir bei 1670. Wasser steigt, aber ist noch nicht so richtig dicke, gell? So. Ja gut, das geht so vor sich hin. Also ich meine, 25 das geht sogar gerade runter. Ja, weil da 25 Grad weggesaugt werden. Hm. Ja,
Da müssen wir halt Produktionsgebäude machen. So, hier können wir auch einzelne Personen anklicken. Und der macht gerade, verfügt über Essen und verfügt über Wasser. Und das erhöht die Zuversicht um 2. Alle positiven Effekte plus 2. Liest du bitte vor, ich kann es nicht verstehen. Achso, dann fang nochmal links an, bitte. Du findest ja, so, das ist, Siedler erlebt etwas Gutes während der Expedition. Siedler hat ein neugeborenes Kind. Zu Hause des Siedlers wird mit Strom versorgt. Siedler hat einen Markt besucht. Siedler hat das Grab eines Verwandten besucht. Siedler hat eine Kneipe besucht. Guter Ausblick. Siedler hat ein Lagerfeuer besucht. Siedler hat ein Zuhause, das fehlt uns ja. Mhm. Siedler ist unfruchtbar, da er an hoher Strahlung leiden musste. Da wird abgezogen. Minus 1, ja. Ein Verwandter dieses Siedlers ist gestorben und hat kein Grab. Minus 3. Also müssen die Leute, wenn sie sterben, begraben. Siedler ist aufgrund seines hohen Alters unfruchtbar. Ja. Das Zuhause des Siedlers ist stark beschädigt. Der Siedler leidet unter mentalem Stress. Okay, also ist schon anspruchsvoll und das geht dann schon sehr ins Detail, das ist so, ja. 3 Kinder haben wir. Ich habe da vorhin auch, deswegen habe ich so erwähnt, es wirkt alles sehr dreckig, das soll ja so sein, aber natürlich, wenn du eine neue Zivilisation aufbaust, nicht übernimmst oder umbaust, dann erwarte ich halt auch, dass es dann Teile wenigstens sauber aussehen oder sauberer. Ja. Also es ist halt sehr Pastelltöne und jetzt ist natürlich wieder Nacht, aber vielleicht bin ich versaut von Blizzard, die ja alle sehr knallig und bunt haben, aber nach meinem Geschmack bisschen mehr Saturierung der Farben, bisschen stärkere Kontraste, würde es mir einfach einfacher machen zu erkennen, was ich da tue. So. Ja, ist der Wetterbericht, der da jetzt kommt. Ja. So, da wird Wasser gesammelt. Wie sieht's denn da hinten aus? Die Fischerhütte ist schon kurz vor fertig. Ah, sie wird gebaut. Ja. Baufortschritt ist 45 von 60. Ist gleich fertig. Balken läuft. Ja. Gute Arbeit. Vielleicht möchtest du später den Arbeitsbereich des Gebäudes verändern, um deinen Arbeitern zu sagen, aus welchem Bereich sie ihr Holz beziehen sollen. Ah, und zu deiner Information. Wenn du möchtest, kannst du deiner Försterhütte auch sagen, dass sie sich nur um die Aufforstung eines Bereichs kümmern soll. Das kannst du dir später dann machen. Du sagst einfach, eine Hütte baut ab und eine Hütte schlägt weg. Damit hättest du natürlich 10 Leute, die gleichzeitig an der Ecke bauen. Das Sammeln von Schrott kümmern. Schrott ist eine unserer wertvollsten Ressourcen, da das Schrottvorkommen limitiert ist und wir aus Schrott weitere Ressourcen gewinnen können. Im Unterschied zu den Aufträgen von gerade eben erlaubt es der Schrottplatz, größere Schrottvorkommen wie Ruinen oder Wracks abzubauen. Also wir, im Moment können wir nur so rumliegenden Schrott aufsammeln und um größere Stücke zu zerlegen, also wie zum Beispiel hier so ein Schrotthaufen wahrscheinlich, oder Autowrack, brauchen wir dann einen Schrottplatz. Ja. Den würde ich linke Seite bauen. Wenn du weiter rauskommst, sehen wir auch, wo du gerade bist. Also hier so tendenziell? Nee, nicht so nah am Bus. Da musst du, wir werden eine Siedlung haben, so habe ich das vorhin auf dem Bild erkannt, wo wir so um den Bus 30, 40 Gebäude haben. Okay. Das heißt, da brauchst du Platz. Deswegen wollte ich den Schrottplatz, guck mal, da ist doch so ein Berg, da direkt von dem Berg dahin machen. Da, so? Da ja. Okay. Hagen denkt langfristig. Nee, nein. Ressourcen? Schrottplatz. Guck mal, und da jetzt, und da hinten einfach dahin. Nein, nicht so weit weg vielleicht, du musst ja auch da, dahin. Dahin? Ja. Nicht so in die Mitte, oder? Bist du in so eine Mitte? Kannst du auch. Ich weiß es nicht, was man sonst so bauen muss. Kann ja noch weitere Schrottplätze bauen. Ich vermute, du brauchst einen Schrottsammler nachher. Hast du eigentlich einen Förster zugewiesen? Förster habe ich, aber jetzt brauchen wir hier Schrottsammler. Mhm. Einen. Genau. Und wie viele Leute haben wir eigentlich noch? Wir haben noch 4 Siedler. Naja, geht ja. Und die benutzen da als Baumeister. Nee, die bauen ab Schrott und Holz, was so rumfliegt. Wenn du sie nicht benutzt. Also deswegen würde ich sagen, benutze sie nicht. Weil das Zeug muss weg. Ja.
beiden unterschiedlich großen Felder machen mich ganz nervös, sagt der Exil-Basuma. Habe ich auch bemerkt. Der Dennis hat das... Ich habe die beide 7x7 gemacht. Nein, du hast das linke eins größer gemacht. Ich wollte es 7x7 machen. Ja, aber ich habe es schon da, aber ich wollte... Warum hast du nichts gesagt? Ich würde das nie was sagen. Ich würde es ja an dir rumkritisieren. Ist das jetzt eigentlich hier automatisch geerntet worden? Ja, du siehst dann nächste Saat und aktuelle Saat. Ah. Ah, da kannst du nur an- oder ausstellen. Mhm. Guck mal, unten gibt es aber Button. Ganz unten. Ganz, ganz unten. Arbeiter. Inventar, Umsatzstatistik. 147 Böhnchen hast du geerntet beim letzten Mal. Inventar, Böhnchen. Das ist ja gut, Dennis. Ja. Ich meine, lass es doch so. Dann haben wir hier... Emma arbeitet da gerade. Ist eine junge Erwachsene. Das Emma erntet Böhnchen. Könnt abreißen, aber das machen wir nicht. So, wie weit sind wir hier? Da ist auch bald fertig. 202 von 245 haben wir. Läuft. Ja, ich gehe nochmal auf die andere Seite, so dann könnt ihr hier das nochmal sehen. Also wir haben... Genau, hier sehen wir, da arbeitet der Mohammed. Und einer von vier Arbeitern ist dort. Hier haben wir das Inventar, da ist jetzt noch nichts auf Lager. Bei dem hier haben wir auf Lager, ist aber alles reserviert. Ja, die essen das jetzt gleich. Ja, Ertrag 168 hier und die Kürbisse, die brauchen ja länger, deswegen haben die da noch nichts. Oh, da rechts dreht sich ein Kistensymbol. Da rechts dreht da, sich? Da. Ach du hast Miese gemacht, da irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Oh, der Füllstand ist voll, deswegen. Ah, ist voll. Mhm. Die Lagerkapazität wird knapp. Arbeitsfeld ändern, abreißen, nee, kannst du nicht vergrößern. Na, ich könnte eine zweite Zisterne bauen, aber ich hätte jetzt gesagt... Langt erstmal, oder? Mehr Wasser kann man immer... Unterschiedliche Spielertypen. Hagen sagt, es gibt nie genug. Okay, dann machen wir hier nochmal... Genau, noch eine Zisterne, aber diesmal dreh sie um, dass sie der da entgegensetzt, weil die gehen ja sonst immer außen rum. Ja, noch eins? So, das Grüne zeigt doch, wo ach sie... Ach so, so. Ach so. Ach da. Ach ja, schön. Da hast du was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Ja, sehr gut. Also, so hätte ich das jetzt mal interpretiert. Ja. So, können wir jetzt eigentlich... Schrottplatz wird noch errichtet. Aber das heißt, wir können jetzt noch keine Unterkünfte bauen, weil wir erst den Schrottplatz machen müssen. Wie sich das gehört. Kannst du da eigentlich Prioritäten setzen? Holz haben wir wieder. Arbeitskraft 4. Guck mal rechts, was die heißt, die 3 bitte. Was für eine 3? Da, stopp. Gesamtzahl an Arbeitern, ja, ist erledigt. Brauchen wir nicht, ist uninteressant. Mhm. Guck mal, unten gibt es einen Button, als nächstes bauen. Klick doch mal den an, bitte. Das ist die Priorität gekriegt quasi. Ja. So, da sind hier... Und den Schrottplatzabbauer, den du da hast, diesen Arbeitsbereich, den tust du bitte mal nach rechts. Ja, den bitte verschieben. Ändern. Und jetzt nach rechts, einfach dahin, genau da. Ja, da. Sehr gut. Mhm. Hintergrund ist, und den Holz von da drüben darüber bitte. Hintergrund ist, links haben wir einen Schrottplatz, rechts einen Förster. Die Arbeitsfelder müssen ja genau konträr sein. Ja. Damit also muss hier erstmal der Schrott da weg, damit er. Genau, und da darf aber kein Holz abgebaut werden, sondern da drüben, damit dahin Platz erschaffen wird. Der hintere von den Spießchen ist Holz. Okay, das heißt, wir müssen... Ja, den da. Und den gerade nach da links runter. Arbeitskraft, Arbeitsfeld ändern. Genau, genau, da zum Beispiel geht hin, ja. Ah, das ist ein bisschen rot. Ja. Da, Holz abbauen. Genau. Mhm. Also, dass hier aus dem Wald der Schrott wegkommt und hier beim Schrott der Wald wegkommt. Genau. Und dann würde ich links alles Holz sozusagen immer weiter abbauen, bis wir nur noch da rechts nur noch Holzproduktion haben. Ja. Ja, und hier müssen wir natürlich da auch noch die Schrotthaufen weg. Ja, das wird ja höher. Erstmal sortieren ein bisschen. Und da heißt es immer, ich sei Monk. Der Haken ist hier mindestens genauso Monk-esk, alles ordentlich sortiert. Ja, also man muss es halt machen, wenn wir wissen, dass wir nachher Platz brauchen. Ja. Dann musst du den Platz vorher schaffen.